Hallöchen Leute! Na, habt ihr mich vermisst? Habt ihr überhaupt gemerkt, dass ich weg war? Also der YouTube-Algorithmus hat auf jeden Fall gemerkt, dass ich weg war. Naja, ich bin aus dem Urlaub wieder da. Hier sind ein paar Bilder. Wenn ihr die länger sehen wollt, müsst ihr wohl das Video pausieren oder ihr schaut auf meinem Instagram-Account vorbei. Muss man sowas inzwischen eigentlich auch als Werbung kennzeichnen? Keine Ahnung, ich mach's einfach. Was machen wir denn heute? Als ich im Urlaub war, wurde ich von einem Michael Speyer getaggt, beim Liebster Award mitzumachen. Und hier fliegt gerade ein Flugzeug vorbei. Ich hatte keine Ahnung, was das für ein Tag ist, habe mich mal so durchgeklickt bei Kanälen, die da mitgemacht haben und kam von Filmkanäle über Natur- und Jagdkanäle bis hin zu Auslandsbloggern. Ich habe also keine Ahnung, wo der Tag ursprünglich herkommt, aber fand ihn ganz lustig, fand die Fragen interessant und deshalb danke an Michael fürs Taggen und sein Video dazu findet ihr unten in der Beschreibung und ich lege jetzt erstmal los mit den 11 Fragen. Was ist dein absoluter Lieblingsfilm und warum? Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass es mir richtig schwer fällt, mich auf einen speziellen Film festzulegen, weil es halt richtig viele gibt, die ich liebe und unglaublich gern schaue. Aber wenn ich es müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, mein Lieblingsfilm ist Scott Pilgrim. Ich liebe den Humor, ich liebe die popkulturellen Anspielungen, die Schauspieler sind geil, die Effekte sind richtig gut gealtert und der Film ist von Edgar Wright und der macht halt nur gute Filme. Welches Buch hast du zuletzt gelesen und wie fandest du es? Ich lese leider viel weniger, als ich eigentlich will. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war, American Psycho. Das ist aber auch schon wieder 1 bis 2 Jahre her. Das Buch hat mir aber sehr gut gefallen. Es ist teilweise ziemlich anstrengend zu lesen, hat sich meiner Meinung nach aber auf jeden Fall gelohnt. Welchen Blockbuster findest du überbewertet? Es gibt hier sogar einen Film, der mir direkt in den Kopf springt. Ich weiß aber nicht, ob der als Blockbuster zählt, und zwar Fight Club. Ich habe den Film auch gesehen und fand ihn gut, aber ich verstehe nicht, warum der so übertrieben gehypt wird. Wir sollten in der Schule mal Filmeideen sammeln, also für einen Film, den wir mit der Klasse gemeinsam schauen könnten. Und alle meinten so, Fight Club, lass uns Fight Club gucken. Und warum? Also ich verstehe nicht, was an dem Film so unglaublich toll ist, dass er von allen in den Himmel gelobt wird. Ja, aber falls das nicht zählt als Blockbuster, hätte ich noch Black Panther. Klar ist es ein wichtiger Meilenstein, dass ein Film mit fast komplett schwarzen Schauspielern, der in Afrika spielt, so erfolgreich ist und auch so viel Geld einspielen kann. Aber als Film fand ich den halt höchstens durchschnittlich. Und ich fand auch den Bösewicht nicht so cool und den haben auch alle voll gehypt. Wie viel gibst du im Durchschnitt pro Monat für dein Hobby aus? Okay, dazu sollte man erstmal wissen, was mein Hobby ist, weil sowas wie ein richtiges Haupthobby habe ich nicht. Ich habe halt mehrere Sachen, die ich gleich gern mache. Ich mache YouTube, ich fotografiere gern, ich zocke ab und zu, ich schaue richtig gern Filme und Serien. Und ich habe aber auch fast kein Geld, deshalb kann ich auch für fast nichts davon wirklich was ausgeben und kaufe mir ab und zu mal Kleinigkeiten. Neulich habe ich mir zum Beispiel für 30 Euro eine Kamerastütze gekauft, damit ich richtig epische Kamerafahrten machen kann. Oh, und neulich, haltet euch fest, ey, ich habe auf einem Flohmarkt für 25 Euro einen Game Boy Advance SP gekauft mit der roten Edition und der goldenen Edition und einem Ladekabel und einem Linkkabel, alles für 25 Euro, also das ist mega das Schnäppchen, ey. Voll gut. Ich gebe also nicht so viel für meine Hobbys aus, das liegt aber halt hauptsächlich daran, dass ich nicht wirklich was habe. Wenn ich reich wäre, sähe das ganz anders aus. Da würde ich mir wahrscheinlich ständig neue Kameras und Equipment und Spiele und Filme und was weiß ich was kaufen, aber ich bin nicht reich. Welchen relativ unbekannten Film würdest du empfehlen? Erneut, Scott Pilgrim ist, glaube ich, relativ unbekannt, außer halt bei Nerds und so, aber ich glaube, am Kino ist der gefloppt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der hat nicht mal sein Budget eingespielt. Aber da ich Scott Pilgrim hier schon hatte, will ich auch noch andere Filme nennen, die unbekannt sind, die ich sehr gut finde und nur empfehlen kann. So, ich hätte hier zum einen 7 Psychopaths, die Cornetto-Trilogie, Drive, Smokin' Aces und Captain Fantastic. Die finde ich alle richtig gut und ich glaube, die sind auch ziemlich unbekannt, also die könnt ihr euch gerne mal angucken. Mit welchem Filmgenre kannst du überhaupt nichts anfangen? Es gibt, glaube ich, kein Genre, bei dem ich wirklich alles scheiße finde. Es gibt nur Genre, die ich halt eher uninteressant finde. Das wären zum Beispiel Sportfilme oder Parodien. Also die ersten Scary Movie Filme fand ich noch in Ordnung, aber ansonsten, nee. Und, boah, ey, okay. Found Footage, damit kann man mich jagen. Also echt sowas wie Blair Witch Project oder Unfriended oder Paranormal Activity, da habe ich echt überhaupt keinen Bock drauf. Wo ist er? Chronicle ist auch Found Footage, den fand ich aber ganz gut. Aber ansonsten kann man mich damit echt jagen. Also es gab vor ein paar Jahren mal ein Gerücht, dass der neue Freitag der 13. Film Found Footage wird. Da dachte ich, boah, nee, alles bloß das nicht. Ich finde das Zeug eigentlich
in 90% der Fällen finde ich das richtig scheiße. Es gab auch mal eine Supernatural-Folge in Found Footage und in irgendwelchen anderen Serien gab es sowas auch. Nee. Welcher Horrorfilm hat dir richtig Angst gemacht? Also als ich ein Kind war, gab es da einige. Am schlimmsten war Friedhof der Kuscheltiere. Da habe ich ja in meiner Top 5 der gruseligsten Horrorfilme schon drüber geredet. Aber was auch noch war, ich habe total oft den Film Die Mumie geguckt. Ich habe den richtig geliebt. Aber es gab eine Szene, bei der ich mir als Kind immer die Augen zuhalten musste. Und zwar die, als Evelyn aus dem Buch vorliest und dann diese Kamerafahrt zur Mumie hinkommt und sie zum Leben erwacht. Das konnte ich mir als Kind einfach nicht angucken. Das fand ich viel zu gruselig. Mas ibet baya im hat bin sum pike sitsue yatue yatue yatue. No! Und ja, inzwischen bin ich eigentlich, keine Ahnung, finde ich Horrorfilme nicht mehr so krass gruselig. Ich habe mir neulich die beiden It-Filme angeguckt und den 2017er, den fand ich aber richtig gut. Also der ist doch, den würde ich als gruseligen Film bezeichnen. Welchen bekannten Filmklassiker hast du noch nie gesehen? Puh, scheiße, da gibt's so viele. Wenn ich die aufzähle, würde man mich wahrscheinlich steinigen. Aber ich nenne mal so ein paar. Da wäre sowas wie Citizen Kane, Casablanca oder allgemein Schwarz-Weiß-Klassiker, bis auf Psycho. Psycho habe ich gesehen. Und dann noch sowas wie die ganzen Disney-Filme. Also die neueren 3D-animierten habe ich gesehen, aber sowas wie Herkules oder Pocahontas oder Mulan und so habe ich alles nicht gesehen. Und da kriege ich mir auch ständig, darf ich mir auch ständig von meiner Freundin und allen anderen Menschen, die Disney-Filme gucken, anhören, wie es sein kann, dass ich das nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ich habe es nicht gesehen. Ich habe auch vor 2 Jahren das allererste Mal König der Löwen richtig gesehen. Wenn du in einer Serie leben könntest, welche wäre das und warum? Ich denke, ich würde sagen Pokémon oder Digimon, weil ich als Kind immer davon geträumt habe, mal mit Freunden oder so wie Tai oder mit einem Pokémon an der Seite irgendwie einfach durch so ein Land zu ziehen und alles zu bereisen und die Städte anzugucken und Abenteuer zu erleben. Das wäre, glaube ich, richtig cool. Boah, wartet kurz. Ich habe sogar eins. Stellt euch vor, wie geil es wäre, mit so einem richtig großen Digimon einfach durch die Welt zu reisen und Sachen zu erkunden. Das wäre doch mega geil, oder? Das geht nicht nur mir so. Oder Westworld, aber nicht in so einer gefährlichen Variante wie in Staffel 2, sondern schön sicher. Weil ich glaube, dass es eigentlich auch ganz cool wäre, mal so böse Gedanken und sowas ausleben zu können, ohne dass dabei jemand zu Schaden kommt. Welcher Film, auf den du dich richtig gefreut hast, hat dich total enttäuscht? So ein richtiges Extrem, dass ich voll enttäuscht bin, habe ich eigentlich gar nicht, weil bei Filmen wie The Last Airbender zum Beispiel lese ich halt davor schon die ganze Zeit, dass der richtig scheiße sein soll, dann habe ich auch keine krassen Erwartungen. Ich habe das nur öfter so, dass ich mich auf Filme freue und sie dann halt nur okay finde. So geht es mir bei den meisten Seth Rogen Filmen. Bei Seth Rogen an sich finde ich eigentlich voll sympathisch und es gibt auch Momente und Filme, die ich mag, aber dann kommt immer ein Trailer zum neuen Film, ich denke so, boah, der wird richtig geil, dann gucke ich ihn an und dann so, ja, war okay. Das ist ein bisschen doof. Sowas habe ich öfter. Oder, boah, nee, Star Wars Episode 8. Genau. Ich habe den 7. öfter angeguckt, weil ich den 7. richtig gut finde. Der ist auch meine Lieblings-Star Wars Episode. Ich finde die einfach am unterhaltsamsten. Die hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und dachte ich, 8 wird bestimmt auch voll geil. Ich mag diesen frischen Look und so. Und dann fand ich 8 aber richtig scheiße. Also ich fand 8 nicht nur ein bisschen scheiße, ich fand 8 richtig scheiße. Ja, gut. Der hat mich enttäuscht. Doch, Star Wars Episode 8 hat mich enttäuscht. Welcher Film hat deine Erwartungen am meisten übertroffen? Ganz eindeutig Zombieland. Als der Film rauskam, war ich noch auf dem Gymnasium und meine Kumpels sind immer zu mir gekommen, um Filme zu besorgen. Und da war ein Kumpel, der hat die ganze Zeit genervt. Ey, Zombieland, der ist so geil. Schau dir den mal an. Besorg den bitte. Der ist voll cool. Und dann hat er mir die ganze Zeit irgendwie Szenen daraus erzählt und ich dachte so, boah, nee, irgend so ein Zombie-Film. Gar keinen Bock drauf. Klingt voll scheiße und ich wollte mir den nicht angucken. Und der hat dann aber so lange auf mich eingeredet, bis ich ihn dann doch irgendwann mal geholt habe. Und dann habe ich ihn mir angeguckt und ich fand den so unglaublich geil, dass ich inzwischen selber zu so einem Mensch geworden bin, der andere Leute nervt, wenn sie Zombieland noch nicht gesehen haben und sagt, Alter, du musst dir Zombieland angucken, der ist richtig geil. Und wenn hier jemand zu Besuch ist, ist es auch voll oft so, dass, wenn der Zombieland nicht kennt, sage ich, ja, dann gucken wir jetzt Zombieland an. Also Zombieland ist richtig geil. Der hat meine Erwartungen vollkommen übertroffen. So ähnlich war es übrigens auch bei Scott Pilgrim. Da hatte ich anfangs überhaupt keinen Bock drauf. Ich habe den Film sogar mal angefangen und nach 10 Minuten aufgehört, weil ich den irgendwie langweilig und scheiße fand. Dann habe ich ihn aber irgendwann mit einem Kumpel zusammengeschaut und jetzt ist mein Lieblingsfilm. Also Scott Pilgrim und Zombieland, die haben mich echt überrascht.
So, das waren auch schon die 11 Fragen und meine Antworten dazu. Ich soll mir jetzt selbst 11 Fragen ausdenken und 3 weitere Leute taggen, die dann meine Fragen beantworten. Beim Filmsammler-Tag habe ich extra alle 3 Leute, die ich getaggt habe, vorher angeschrieben und persönlich gefragt, ob sie dann auch mitmachen würden. Alle 3 haben gesagt, ja klar, mache ich mit. Und dann hat keiner davon ein Video gemacht. Und das hat mein Vertrauen in die Menschheit sehr verletzt. Deshalb mache ich das dieses Mal anders und frage die Leute nicht vorher, sondern tag einfach drauf los. Und zwar tagge ich Lisa bzw. Filmseele und Saki, weil das die einzigen sind, bei denen ich mir vorstellen kann, dass die da wirklich was zu machen würden. Und ich gebe Markus, also MJ, meinem Mitbewohner, nochmal eine Chance. Hier, du wirst ja auch getaggt. Kannst du in der Beschreibung meine Frage angucken und dann kannst du ein Video dazu machen. Ich gebe dir noch eine Chance. Ich weiß, beim letzten Mal habe ich die auch schon getaggt und du hast nicht mitgemacht, aber diesmal machst du bitte was, okay? So, alle anderen, die Fragen, die ich mir ausgedacht habe, stehen unten in der Videobeschreibung. Fühlt euch getaggt, macht ein Video dazu, beantwortet die Fragen einfach in den Kommentaren, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr ein Video dazu macht, könnt ihr auch den Link unten in die Videobeschreibung posten. Dann, wenn es nicht zu viele Videos sind, gucke ich mir die auch an. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.